Heute gibt es mal einen relativ ungleichen Vergleich zwischen den zwei Alternativ-Flagships, könnte man sagen. Ja. Für unter 500 Euro, wir vergleichen das iPhone SE 2020 mit dem Poco F2 Pro. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr jetzt anfangen werdet, in eure Tastatur zu hauen und schreiben wollt, iPhones und Android-Smartphones kann man gar nicht vergleichen oder scheiß Apple oder was weiß ich nicht was. Hört vielleicht erstmal zu, das könnt ihr am Ende des Videos immer noch gerne machen, aber wir haben uns gedacht, ey, eigentlich sind die Handys auf eine gewisse Art gar nicht so ungleich, denn beide sind erstmal gleich teuer, circa, und sie sind so ein bisschen die Alternative, wenn man nicht zu dem teureren Modell greifen möchte. Beim Poco wäre das dann das Mi 10 bzw. Mi 10 Pro, wo man ja schon bei mindestens 800 Euro ist. Hier ist es das iPhone 11 bzw. 11 Pro und Pro Max, wo man dann bei 800 Euro circa anfängt, die auch da ziemlich gleich sind. Von daher haben wir uns gedacht, nehmen wir mal die Alternative und vergleichen die ein bisschen. Wir haben zum Beispiel letztens schon den Vergleich aufgenommen vom Mi Note 10 gegen das Mi Note 10 Lite. Das war sehr ähnlich, die beiden Smartphones. Und hier, man sieht es schon von außen, es ist einfach sehr viel verschieden. Wir können allein, wenn man von der Größe ausgeht. Also ich muss sagen, wir haben auch ein kleines Unboxing von dem iPhone SE 2020 aufgenommen. Ich muss sagen, ich finde die Größe schon ziemlich geil. Also ich meine, über das Design reden wir gleich, aber allein mal so wieder ein kleines, kompaktes Smartphone in der Hand zu haben, das ist mal wieder was Schönes. Ich finde es gut, tatsächlich, dass Apple das macht, auch wenn man denen da viel vorwerfen kann, da gehen wir gleich nochmal drauf. Aber so allein von der Größe her, also nimm das mal einfach in die Hand. Das ist doch mal so ein bisschen auch vielleicht Flashback nach früher, ein bisschen nostalgisch einfach. Ein bisschen wie so ein Spielzeug. Ein bisschen jetzt. Wie ein Spielzeug. Man ist einfach nicht mehr dran gewöhnt. Also ich glaube, die letzten 40 Smartphones, die ich in der Hand hatte, die waren alle über 6 Zoll wahrscheinlich. Ja. Und da sind wir bei einer Diagonale von 4,7 Zoll. Wenn man die großen Bildschirmränder rauslassen würde, wäre es wahrscheinlich noch ein gutes Stück kleiner. Ja, genau. Also die sind halt wirklich riesig. Gerade für Verhältnisse von 2020 ist das halt absolut nicht mehr zeitgemäß. Aber es ist auf jeden Fall ein Smartphone, was man wirklich mal mit einer Hand bedienen kann. Das muss man ihnen auf jeden Fall lassen. Mir ist es zu klein. Zu klein, ja, okay, hast du schon dran gewöhnt. Da Design ist ein guter Stichpunkt, denn hier sehen wir schon die fetten Bildschirmränder. Ja. Da ist genau das Poco F2 Pro das komplette Gegenteil, denn schließlich haben wir da eine 6,67 Zoll Diagonale, quasi komplett randlos. Ja. Und das löst Pocophone hier wie? Genau, wir haben hier die Pop-Up-Cam, die Frontkamera, die hier oben rausfährt. Das kann ich euch auch direkt mal zeigen. Mit Lichteffekt natürlich, wie soll es anders sein? Und ja, so hat man das eben geschafft, dann hier ein Display reinzubauen, ein AMOLED-Display natürlich, was komplett ununterbrochen ist. Wir haben ganz kleine Ränder oben links und rechts. Nur unten ist es das Kinn minimal größer, aber halt im direkten Vergleich ist das natürlich, also das hier ist wirklich ein randloses, schönes Display. Aber gehen wir mal zu der Rückseite, da haben wir so ein... Wir haben jetzt die rote Variante hier das gewählt. Ist schon cool. Das gefällt mir sehr gut. Gibt es in drei Colorways, deins gibt es, also das Poco gibt es in vier Colorways. Ich finde beide verhältnismäßig unauffällig. Also hier passiert natürlich noch weniger, bis auf das Rot an sich, aber einfach eine Kamera oben. Aber auch das Poco F2 Pro ist relativ schlicht von der Rückseite. Da passiert gar nicht viel. Genau, nicht so viel. Wir haben hier diesen einen Akzent mit diesem extra eingefrästen quasi Ring um die Kamera nochmal. Und die Kamera ist halt eben rund, weil es vier Kameras sind. Und die Rückseite ist so ein bisschen matt gehalten. Man fühlt das auch, wenn man hier so drüber geht, nimmt nicht ganz so viele Fingerabdrücke auf. Das gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Das Design haben wir jetzt schon oft besprochen. Also ich bin da auf jeden Fall Fan von. Ein Unterschied wie Tag und Nacht gibt es auf jeden Fall nicht nur bei dem Design, sondern auch bei dem Display. Bei dem iPhone SE 2020 ist wie gesagt ein 4,7 Zoll Display mit einer Auflösung von, ich glaube, 1334x750 Pixeln. Ergibt eine Pixeldichte von 326 ppi. Was nicht so schlecht ist. Was echt nicht so schlecht ist. Bei dem Poco müssten es um die 400 sein. Genau. Da ist es ja eine Full HD Plus Auflösung. Genau. Also was sind es? 1340x1080 glaube ich. Bin mir mal nicht... 2000, ja, genau. Das wäre so das. Natürlich haben wir da ein AMOLED-Panel und hier ist es ein LCD. Dementsprechend muss auch da der Fingerabdrucksensor, könnte gar nicht im Display sitzen, weil es eben ein LCD ist. Da sitzt der halt noch klassisch so da drunter. Touch ID ist aber echt gut, muss man sagen. Ja. Also ist schon, okay. Aber es ist schnell auf jeden Fall. Wenn die Animation hier nicht wäre, dann würde es sogar deutlich schneller noch gehen. Aber gut, da Fingerabdrucksensor und Display ist natürlich ein bisschen futuristischer. Hat man sich, glaube ich, auch erhofft, dass Apple das in dieser Generation schon... Können wir vorstellen, dass sein sogar noch ein Ticken schneller ist. So. Ja, auf jeden Fall. Aber funktioniert beides auf jeden Fall gut. Ich würde sagen, Display gewinnt jetzt einfach schon mal das Pocophone. Ne? Aber man muss sagen, ich finde, man kann es nicht mal unbedingt abhängig machen von AMOLED und LCD. Also AMOLED ist flexibler, sage ich mal, in der Sache, dass man auch einen Always-On-Modus haben kann. Du kannst den Fingerabdrucksensor im Display haben. Aber ich mag auch einfach ein gutes LCD. Da gibt es ja auch Unterschiede oder so, aber die Apple-LCDs sind halt auch echt gut. Und wenn du hier drauf guckst, es ist ein scharfes Display, es ist ein schönes Display. Es könnte aber ein gutes Stück heller sein. Da gewinnt das Poco auf jeden Fall. Das kann nämlich deutlich heller werden. Ich glaube, da sind ja auch 800 Nit oder sogar bis zu 1000 Nit möglich. Hier sind es beim iPhone sind's deutlich weniger.
Interessant wird es in, da gibt es so zwei Sachen, die auch komplett unterschiedlich sind. Beim iPhone haben wir natürlich eine ganz andere CPU drin. Ja. Wir haben die Apple-eigenen Prozessoren. Hier ist es der A13, was eine interessante Wahl ist. Ich glaube, damit haben wenige gerechnet. Also der Chip, der auch in dem iPhone 11, 11 Pro und 11 Pro Max steckt, der aktuell noch beste Prozessor. Genau. Und man muss halt auch mal sagen, das iPhone SE 2020 hat für 500 € den stärksten Prozessor zurzeit. Ja, genau. Der A13 ist auch eben aktuell noch schneller als der Snapdragon 865. Der hier drin steckt, der aktuell schnellste Prozessor aus dem Hause Qualcomm, wobei auch der natürlich super schnell ist, gar keine Frage. Also ja. Im Alltag haben wir das schon verglichen, merkt man da keinen wirklichen Unterschied, aber eben auf dem Papier ist theoretisch das SE sogar noch mal ein bisschen besser, so was ja. Den Prozessor angeht. Das Poco F2 Pro ist super schnell, gar keine Frage. Was aber interessant ist, es kommt mit deutlich mehr RAM aus als das iPhone SE 2020. iOS ist halt gerade was Arbeitsspeicher angeht super optimiert. Ja. Ich glaube, sind es 3 GB RAM hier drin? Ich weiß es auch nicht. Hier sind 3 GB RAM. Apple geht ja nicht so offen mit den Zahlen um. Ich meine, es sind 3 GB und da merkt man nichts von. Also 3 GB bei so einem mittelklasse Android-Smartphone, das merkst du schon teilweise ja. Und so, aber hier die Apps öffnen sich natürlich sehr schnell, es bootet schnell, Fotos werden direkt verarbeitet und so weiter. Einfach ein sehr schnelles Smartphone, muss man sagen. Das ist hier natürlich auch der Fall, also alles super flüssig und super schnell. Wir haben hier 6 GB Arbeitsspeicher oder 8 GB Arbeitsspeicher. Wir haben jetzt hier die Version mit 6 und, GB und 128 GB Massenspeicher. Da kommen wir direkt auch zu einem Vorteil. Wir haben hier eben in der kleinsten Version direkt 128 GB. Ja. Da sind wir bei der kleinsten Version bei 64. Gibt es überhaupt eine große Version? Es gibt größere. Es gibt 64 okay. und 128, ich meine sogar 256 GB. Okay, ja, aber die kosten natürlich auch nochmal. Ja, das sind, glaube ich, immer 80 €, ca. 80 bis 100 € Aufpreis. Speichererweiterung ist bei beiden tatsächlich nicht möglich. Dafür haben wir hier Dual-SIM, allerdings muss man sagen, da auch auf gewisse Weise. Ja, beim iPhone SE 2020 natürlich ein Single-SIM-Slot, aber die Easy-Möglichkeit, sodass man auch Dual-SIM nutzen kann, wenn man das möchte. Ja. Ich habe tatsächlich noch nie eine eSIM benutzt, ich weiß gar nicht, wie das so abläuft, aber auf jeden Fall hat man hier die Möglichkeit und ich denke mittlerweile ist es auch nicht mehr so, ist halt einfach einzurichten, genau. Muss man sich an seinen Provider wenden, wie das dann geht. Funktioniert ganz gut, ich habe das mal mit der TicWatch Pro 4G, ach, das war ja mit einer eSIM, bei Vodafone war das damals, hat ohne Probleme funktioniert, also muss man halt gucken, dass der Vertrag das unterstützt, klar, ja. Aber wenn man das weiß, dann kann man ja darauf achten. Kommen wir noch zum Akku und da sieht man auch, also da steckt das Poco oder kleine Unterschiede. Kleinen Unterschied. Poco steckt das sowas von in die Tasche. Ja. Wir haben jetzt selber hier keinen Akku-Benchmark mit machen können. Ich habe ein bisschen recherchiert. Es war eine irgendeine Benchmark, waren es 3,5 bis 4 Stunden oder so bei so einem Video-Wiedergabetest. Okay. Und das war schon fast halb so viel wie bei dem iPhone 11 Pro oder so. Und aber das Poco ist halt der Akku-Champ gerade. Gerade in dem Preisbereich waren wir bei 18 Stunden im Benchmark, glaube ich. 17 Stunden. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Das liegt halt an dem 4000 mAh großen Akku, der hier verbaut ist. Dann haben wir MIUI, was halt super optimiert ist und auch aggressiv so mit Akkumanagement umgeht. Und halt AMOLED-Display mit 60 Hertz. Das zieht natürlich auch nicht so viel Akku dann. Und ja, dann kommt man eben auf 17 Stunden und das im Alltag sind es dann eben 2 Tage, die mit dem Poco F2 Pro durchkommt. Die Akkukapazität ist einfach doppelt so groß. Ich glaube, beim iPhone SE sind es nicht mal ganz 2000, ich meine, es sind 1900 noch was oder ein bisschen darüber. Das gibt Apple ja auch nicht so gerne an. Das ist natürlich schon krass. Ich meine, wir haben natürlich auch ein kleineres Display und sowas und ist auch nicht so mega hell, aber trotzdem. Also hier kommt man wohl so gerade eben durch den Tag, würde ich behaupten. Zweiter Tag ist so gar kein Fall drin, es sei denn, ihr habt es nicht benutzt. von daher, naja. Aber solange man durch den Tag kommt, bin ich immer noch halbwegs zufrieden, aber der Standard ist halt mittlerweile jemand anders. Und man merkt ja auch, dass die besseren iPhones, also die 11er und so, die halten ja durchaus auch länger. Genau, was dann aber auch noch ein krasser Nachteil ist, muss man sagen, das Laden. Also da, ich möchte das mal kurz bildlich darstellen, ja. So, ich weiß nicht, aber seht ihr da einen gewissen Größenunterschied? Aber, ja okay, es wird mit einem 5-Watt-Ladegerät wird geliefert in dieser Box hier, für die ihr 480 € hinlegt. Das und hier haben wir 33 Watt. Ja. Sind sogar 33? 33 Watt sind es. 30 Watt laden möglich. 5 Watt laden ist also wirklich ein Witz. Aber man kann das iPhone SE 2020 mit zusätzlich kaufbarem Zubehör 18 mit 18 Watt laden. Das geht dann bei so einem kleinen Akku natürlich relativ flott. Ich meine, so ein Ladegerät von Apple selbst mit Kabel, da seid ihr bei fast 40, fast sogar 50 €. Wir haben auch tatsächlich mal Alternativen getestet von Ugreen und Orki, können wir euch gerne hier in der Videobeschreibung verlinken. Und man muss immerhin ihnen zugutehalten, auch wenn die bei weitem keine gute Audioqualität liefern, aber sie haben zumindest hier die kabelgebundenen Earpods, heißen sie dann, noch mit in der Packung mit drin. Das kriegt man halt hier nicht. Hier kriegt man eine Hülle dabei beim Pocophone. Ich hätte nie vergessen, als Apple die AirPods vorgestellt haben, ich habe mir dann gedacht, ja cool, dann hat man jetzt so kabellose Kopfhörer im Lieferumfang, bis ich dann gemerkt habe, oh, die kosten ja 180 € extra. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja.
Dann kommen wir doch mal zum Eingemachten. Oh ja. Wir gehen ans Eingemachte, wie sagt man? Egal. Hier die Kameras. Darum geht's ja. Kameras? Ach so. Ich bleib im Singular. Oh ja. Nein, ich habe ja noch eine Frontkamera, sind zwei. Alter. Okay, also wir haben hier ganze vier Kameras, mit der Frontkamera sind es dann fünf. Der Star der Show ist auf jeden Fall die Hauptkamera, das ist der Sony IMX 686. Ich habe die Zahl nicht ganz drin, aber richtig, doch, Alex. Ist komplett richtig. Sehr gut. 64 Megapixel werden hier benutzt. Man hat dann aber Fotos am Ende mit 16 Megapixeln, weil hier eben Pixel-Binding benutzt wird, also vier Pixel immer zu einem kombiniert werden. Wir haben hier eine 12-Megapixel-Kamera. Sympathisch, wie ich finde. Also ich bin ja nicht der größte Fan von diesen 48, 64 Megapixel-Sensoren und das recht nicht von den 108 Megapixel-Sensoren, die manche Hersteller verbauen. 12 Megapixel ist, glaube ich, die gleiche wie im iPhone 8 bzw. iPhone XR. 12 Megapixel mit 1,8er Blende. Durch diesen A13-Chip, durch diesen Prozessor, der da drin ist, ist die ganze Software verarbeitet. Halt deutlich besser und wir haben Vergleichsfotos gemacht und ich muss sagen, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Also die sind meiner Meinung nach auf einem absolut gleichen Niveau. Ja. Mal hat das iPhone die Nase vorn, mal das Poco. Gerade was Schärfe angeht, bekommen wir tatsächlich hier ein bisschen mehr beim iPhone, wie ich finde. Genau, das war wirklich bei den, was war das, von der Kamera zum Beispiel oder bei den, von der Kalimba. Ja, von der Kalimba. Die Zahlen, die man dann auf dem iPhone noch ganz links erkennt, die Noten da quasi. Beim Poco ist es dann halt da schon ein bisschen verschwommen. Also generell, Schärfe ist einfach ein bisschen geiler bei dem iPhone. Auch wenn man quasi bewusst was in den Vordergrund hält, dann ist der Bildschirmrand trotzdem immer noch ein Ticken schärfer. Sonst hast du noch drei mehr Kameras. Das ist natürlich eine Ultraweitwinkelkamera, die gibt es beim iPhone nur in der 11er-Reihe. 13 Megapixel, also auch wirklich eine gute mit 123 Grad Aufnahmewinkel. Dann haben wir noch einen Porträtsensor, also einen Tiefensensor. Braucht man nicht unbedingt mit 2 Megapixeln. Und ein heimlicher Star der Show ist eine Telemakrokamera mit 5 Megapixeln. Das heißt, da wirklich sind gute Makroaufnahmen möglich. Das macht wirklich Spaß damit. Klar, braucht man auch nicht unbedingt, ist eine Spielerei, aber eben eine gute Spielerei, die schön funktioniert, die auch wirklich das liefert, was man erwartet. Definitiv. Wir haben aber auch hier einen Porträtmodus, der geht halt auch einfach nur durch die Software. Der funktioniert auch gut bei Apple, gar keine Frage, obwohl Xiaomi mir da meistens so ein Ticken besser gefällt, gerade was die Randerkennung angeht. Dafür hat das iPhone ein bisschen die Nase vorn beim Filmen. Hiermit sind tatsächlich 4K 60 Aufnahmen auch möglich, damit aber auch. Ja. Aber trotzdem, also ich glaube, im Videobereich ist iPhone einfach ungeschlagen von... Wie natürlich das einfach aussieht, das sieht sehr gut aus immer. Davon, wenn ihr sehr an Videos interessiert seid, ist das tatsächlich sogar wirklich eine Option, wenn ihr irgendwie Vlogs oder so machen wollt. Eine kostengünstige Option für eine echt gute Videokamera, Frontkamera, da gewinnt das Poco auch eindeutig. Hier kriegt man aufgrund von Geilheit, weil es einfach rausfahren kann, deswegen gewinnt es schon. Designgrund. Und 20 Megapixel haben wir hier auch und das sind einfach sehr gute Selfies. Hoch aufgelöst, schöne Dynamik, also da... Gute Hauttöne. Ja, auf jeden Fall. Da habe ich wirklich nichts zu meckern. Beim iPhone hast du? Beim iPhone gibt es eine 7-Megapixel-Frontkamera. Interessanter Wert. Die Selfies sehen aber trotzdem ganz gut aus. Natürlich will ich jetzt nicht mega reinzoomen. Man bekommt mehr Details bei den 20-Megapixel-Aufnahmen. Aber von den Farben her und so weiter und vom Porträtmodus sieht das eigentlich auch sehr, sehr ordentlich aus. Wo sich die beiden Handys natürlich am ungleichsten sind, ist das Betriebssystem. Ja. Hier haben wir Android gegen iOS, wobei jetzt mittlerweile die iOS 14... Diskussion. Die alte Diskussion, was jetzt besser ist. Ich finde immer noch, also ich muss da jetzt echt mal eine Lanze brechen, nicht unbedingt für Apple, sondern für die ganze Diskussion. Ich finde nicht, dass das eine klar besser ist als das andere. Haben wir auch schon mal im Podcast gesagt. Haben wir schon mal gesagt. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Natürlich ist beim iPhone, bei Apple generell das ganze Ökosystem eine wichtige Sache und so weiter. Das fällt bei so einem Poco nicht ganz so krass auf, wobei Xiaomi da natürlich auch hinterher ist, aber das ist bei Apple einfach gerade das Paradebeispiel, wie es funktionieren kann. Natürlich hat iOS sehr komische Restriktionen und gerade wenn man sein Handy deutlich anpassen will, ist Android die bessere Wahl. Wobei ist er jetzt durch iOS 14 bald Widgets geben wird. Also da hat man sich bei Android 4 mal bedient. Die wurden auch gut umgesetzt, so wie es aussieht. So sieht auf jeden Fall modern und schick aus. Aber allein so Sachen, dass man die Apps dann nicht einfach unten rechts in die Ecke packen kann, wenn man es denn möchte und so. Das sind halt so die typischen Apple-Restriktionen. Aber an sich beides gute Betriebssysteme. Beides läuft vor allen Dingen rund. Beides läuft sehr rund, beides sehr gut auf die Hardware abgestimmt in beiden Fällen. Das ist, glaube ich, auch generell so eine Sache, die sich Xiaomi langfristig bei Apple abgeguckt hat und die sie halt besser machen als viele andere China-Hersteller tatsächlich einfach. Dass sie einfach sehr gut optimieren, das muss man auf jeden Fall sagen. Ich kann ja kurz noch erwähnen, hier ist natürlich Android 10, gar keine Frage, mit der MIUI 11 Oberfläche eben. Das ist auch da das Neueste vom Neuesten. Ich glaube... Die größten Stärken des iPhone SE 2020 liegen in den ganzen Extras und kleinen Besonderheiten, die gerade viele China-Smartphones nicht haben. Sag jetzt einfach mal was und du sagst mal, ob das Pocophone das hat. Okay, ich bin gespannt. Stereo-Speaker. Ja,
Ah, okay, das ist natürlich direkt. Nein, wir haben hier nur einen Mono-Lautsprecher auf der Unterseite. Der ist okay. Ja. Ist halt ein Mono-Lautsprecher so, ne? Ja, bekommt man einen Stereo-Speaker. Das überrascht mich tatsächlich. Hätte ich auch nicht mitgerechnet. IP-Rating? Nein. Nein. Kabelloses Laden? Nein. Nein, okay. Das sind, glaube ich, so die drei wichtigsten Sachen, die man halt tatsächlich in wenigen China-Smartphones gerade in dem Preisbereich bekommt. Da muss man dann schon auch nochmal eine gute Schippe drauflegen. Dann sage ich noch zwei Sachen. Kopfhöreranschluss. Nein! Und IR-Blaster, also Fernbedienung. Nee, habe ich nicht. Ja, dann haben wir das auch geklärt. Zwei gegen drei. Ja, genau. Ein USB-C-Anschluss ist auch nochmal ein bisschen... Ja komm, Lightning ist wie Apples USB-C ist. Was ist das? Natürlich aber, nicht so universal. Hat nicht ganz die Funktion, glaube ich, alle. Aber ist ja egal. Ja, ist ja egal. Also ich muss sagen, ich habe gesagt, das Poco F2 Pro ist das beste Smartphone für unter 500 Euro und da bleibe ich auch bei. Das ist einfach ein Top-Gerät, wie ich finde. Macht sehr, sehr viel richtig. Man bekommt so viel Leistung, man bekommt modernes, schönes, gut umgesetztes Design, Top-Betriebssystem, eine gute Kamera vor allen Dingen. Gute Hauptkamera, Eine gute Akkulaufzeit und so weiter. Das wäre jetzt so meine Einstellung. Wie findest du denn das iPhone, Alex? Ich muss sagen, ich finde es schon gut für das, was es ist und was es sein will und auch für den das, sag ich mal, erreichen soll. Das sind halt die Leute, die wirklich vielleicht noch ein altes iPhone haben, vielleicht ein 6er oder so noch und dann jetzt denken, okay, eigentlich gefällt mir alles super geil, es ist nur ein bisschen langsam geworden, der Akku hält nicht mehr so lange. Wo kann ich ihn upgraden? Und dann eben, man will wirklich ja ein kleines Handy haben. Dafür ist es gut, wenn ich das danach bemessen würde, was ich in einem Smartphone haben will, dann fällt es halt durch, weil das Display einfach mir viel zu klein wäre. Mhm. Und die Kamera, eben keine Ultraweitwinkelkamera, die würde ich schon ganz gerne haben. Alles andere bräuchte ich auch gar nicht an Kameras, aber eine Ultraweitwinkel hätte ich schon ganz gerne. Für Apple ein günstiges Produkt und so auch ein rundes Produkt. Ich hätte mir halt wirklich noch gewünscht, dass sie hätten alles gleich lassen können, nur irgendwie diese Display-Ränder. Ja, ist schon krass, ne? Aber an sich kriegt man hier noch mehr für das Geld. Auf dem Papier gewinnt das Poco F2 Pro natürlich. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr zu der ganzen Debatte steht, ob ihr euch vielleicht sogar mal überlegt habt, ein iPhone zu holen oder das iPhone zu holen. Sind diese Features, diese Extras irgendwie ein Kaufargument für euch oder habt ihr euch für das Poco F2 Pro schon entschieden? Lasst mal uns das gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten geht es über Alex Kopf zum nächsten Neben Video. Neben mir, nicht über meinen Kopf, das ist falsch. Wir gehen jetzt in die Mittagspause. Wir verhungern beide. Genau, und es ist super heiß hier drin. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Bis dann. Ciao.